Ich würde noch ein paar Abschlussworte für unsere BI sagen, bevor unser jüngster Mitstreiter aus der BI und Aktivist bei Fridays for Future gleich noch was sagen wird. Wir als BI fordern die Landes- und Bundesregierung jetzt auf, die vielen Millionen und Milliarden, die hier noch für fossile Infrastruktur fließen, sofort für die Umsetzung regionaler, autarker und nachhaltiger Energiekonzepte zu verwenden, die sich am Bedarf der hier lebenden Menschen und nicht am Gewinn der Investoren orientieren und bei denen Energiesparen oberste Priorität hat. Wir sagen kein LNG, kein dreckiges Fracking-Gas für Chemie- und Kunststoffwerke in Deutschland. Unsere Böden und Gewässer sind zur Genüge eutrophiert und unsere Meere voller Plastik. Endlich Schluss damit! Ja.